Selbstliebe ist die Grundlage, um wirklich mit seiner speziellen Gabe der Hochsensibilität wirklich gut und zufrieden leben zu können. Also in einer Welt, die ja immer lauter wird, immer hektischer wird, ja, ist es auch für mich persönlich wirklich wichtig, immens wichtig, dass ich da innere Stärke oder die Stärke in mir finde und auch die Ruhe in mir finde, weil außen habe ich sehr häufig nicht die Ruhe, ja, sondern ich muss tatsächlich nach innen gehen und die Ruhe in mir finden. Und oftmals passiert genau das Gegenteil mit der Gabe, dass viele hochsensible Persönlichkeiten dagegen ankämpfen. So, sie wollen lieber so sein wie die, wie 80%. Das heißt ja nicht, dass die schlecht sind. Das meine ich nicht. Aber das funktioniert einfach nicht, ja. Ich selbst habe es ja wirklich jahrzehntelang probiert, gegen diese doch so wundervolle Gabe anzukämpfen. Und heute weiß ich, dass ich vor circa 40 Jahren mit Heroin begonnen habe, weil Heroin tatsächlich die einzige Droge war damals, die meine Gabe schwupp einfach so ausgeknipst hat, ja. Und ich bin ja fast daran gestorben oder dabei ja fast gestorben. Und heute übe ich mich wirklich regelmäßig in Selbstliebe. Es macht Spaß und ich habe drei Methoden wieder mitgebracht und ich würde sagen, legen wir los. Also die Materialliste findest du wieder unten in der Beschreibung und ich empfehle dir tatsächlich wieder Reste, Papierreste. Das lässt teilweise einfach ein bisschen leichter von der Hand gehen. Man ist, ja, man malt eher intuitiv, ne? Nicht so verkopft. Weil Selbstliebe hat mit Kopf ja gar nichts zu tun. Ja, und die erste Übung ist, mal doch ein Herzerl für die. Und diese kleinen Herzchen sind jetzt in Aquarell entstanden, aber natürlich kannst du jederzeit deine Farben der Wahl oder benutzen. Also musst jetzt nicht Aquarell nehmen. Übrigens, das da oben ist mein Vater, der mich da im Arm hält. Mittlerweile, ich glaube, dieses Jahr werden es 5 Jahre, dass er nicht mehr hier auf dieser Ebene ist. Sagen wir es mal so rum. Übrigens, habe ich ihn wieder mal um Hilfe gebeten, habe ich mal gesagt, du musst mir helfen, bitte, bitte. Und es kam tatsächlich dann eine liebevolle Empfehlung, beziehungsweise Gedanken. Ich bekam Gedanken dann, die dienlich waren. Das passiert, wenn man einfach halt auch mit seinem Herzerl in Verbindung ist, ne? Wenn man fragt, dann bekommt man auch irgendwie die Antworten. Du empfindest intensiver als deine Mitmenschen, laute Geräusche erschrecken dich, vielleicht bist du hochsensibel. Hol dir noch heute, wenn du magst, mein Gratis-Workbook. Die Verlinkung ist unten in der Beschreibung. Ja, also ich bin total schreckhaft. Das ist, naja. Aber wir sind ja heute beim Thema Selbstliebe. Und wie gesagt, da entstehen eben Herzerl in Aquarelltechnik. Methode 2, Affirmationen. Schreib gerne zu deinen Bildern schöne Affirmationen. Also ich liebe Affirmationen, die ein Stück weit, ja, dazu passen. Du solltest dich wohlfühlen bei deinen Affirmationen. Und die dritte Methode, auch sehr hilfreich und wirksam, erforsche dich selbst. Und es geht tatsächlich am besten mit einem schönen Tagebuch. Ich weiß, ich wiederhole mich, gell? Mit dem Tagebuch schreiben, ich weiß. Aber es ist halt nun mal ein therapeutisches, wundervolles Medium. Und hier habe ich jetzt mal so ein paar Fragen,
notiert, meine Stärken, worauf bin ich stolz? Jetzt war es zu schnell. Naja, ich schreibe die Fragen wieder unten in die Videobeschreibung. Und da habe ich jetzt noch einen kleinen Bonus. Nimm doch gerne mal so alte Zeichnungen oder Zeichnungen, die dich ansprechen von dir, und schreib mal rein, welche Anteile dir, deine persönlichen Anteile dir dazu einfallen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, über meine Seminare und über meine Workshops, dann besuch mich auf meiner Website und informier dich über eine mögliche Zusammenarbeit. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß weiterhin, alles Liebe, alles Gute und bis nächste Woche. Tschüss.